Bei mir ist die Billy Bierling. Sie leitet die Himalayan Database. Das ist eine Art Chronik des Bergsteigens Himalaya. Billy, du kennst natürlich auch den David Göttler. Was hältst du von ihm? David ist wirklich ein super Alpinist. Er hat noch den Spirit. Ja, er hat noch den Spirit, wirklich auf alpinistische Art und Weise die Berge zu besteigen, ohne Flaschensauerstoff, im Alpinstil. Also ich schätze den David wirklich sehr. Die Entwicklung des Bergsteigens im Himalaya, was hat sich denn in den letzten Jahren getan? Da hat sich wahnsinnig viel getan. Also das Kommerzielle, ich meine, du hast ja vorhin Tenzing Norgay und Edmund Hillary erwähnt, weil das war ja damals eigentlich schon auch sehr kommerziell. Die hatten natürlich auch wahnsinnig viel Unterstützung und Sherpas und alles. Und hat sich dann über die Jahre, ich meine gut, in den 70er, 80er Jahren, hat sich das langsam entwickelt. Aber für mich ist wirklich das Jahr 1996 das Jahr, wo das kommerzielle Bergsteigen wirklich richtig begonnen hat. Das war das Jahr, wo John Krakauer dieses Buch geschrieben hat, In eisige Höhen, nach diesem Desaster, das da passiert ist, wo in einer Nacht 11 Menschen gestorben sind. Und seitdem, ja, kommen die mir gar nicht mehr mit. Also ich meine Helikopter, die Leute fliegen nach der Akklimatisation nach Kathmandu im Helikopter, sind da 2 Tage oder 3 Tage im Luxushotel. Aber Gott sei Dank gibt es noch Alpinistinnen und Alpinisten wie in David und ja. Wie meinst du, dass sich die Sache weiterentwickelt? Also die Leute sagen immer, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, der Preis von Mount Everest wird ja auch immer höher. Und man sagt, mein Gott, die Leute, die haben ja gar nicht so viel Geld. Also das Neue ist, ich habe jetzt wirklich eine Expedition gesehen für VVIP. Die wird für $450.000 pro Person angeboten. Da hast du einen privaten Bergführer, 3 Sherpas, unlimitierten Flaschensauerstoff. Und da sagt man schon, die Leute, das wird ja keiner kaufen, aber ich nehme mal an, es wird schon Leute geben, die das machen. Und ich glaube, wie bei uns in den Alpen auch. Es hat sich natürlich in den letzten 50 Jahren auch wahnsinnig viel verändert. Ich meine, schau dir die Zugspitze an. Das Matterhorn vor 170 Jahren galt es noch als unbesteigbar. Und es ist eine Entwicklung, ich glaube jetzt nicht, dass wir die aufhalten können. Vielleicht können wir schauen, dass wir es im Nepal vielleicht ein bisschen besser machen und gleich ein bisschen nachhaltiger machen. Bei uns versucht man ja jetzt irgendwie wieder irgendwie was zu reparieren, was wir falsch gemacht haben. Aber es, ja, wir müssen schauen. Wie siehst du das? Also ich wundere mich oft über Luxus, der da im Basislager ist, über die Geschichten, die man da auch so hört. Und glaubst du dich auch ein bisschen, oder? Natürlich, also was man dann immer so hört und was es jetzt schon wieder gibt. Ich meine, ich war 2009 am Mount Everest, das sind jetzt auch schon 14 Jahre. Aber gut, bei uns, wir hatten auch Luxus. Ne? Und wir hatten damals, fing es dann an, man hatte Espresso-Maschinen und es gab einen Milchkaffee. Das ist jetzt gang und gäbe. Und ich bin jetzt wirklich kein Mensch, der Luxus braucht. Ich war jetzt, letztes Frühjahr war ich am Daulagiri 1 mit einer Expedition und da hatten wir ganz wenig Luxus. Ich finde es auch schön, aber ich sage immer, gehen wir nach Österreich, gehen wir in die Schweiz, hier bei uns in den Alpen. Wir haben auch wahnsinnig viel Luxus in den Berghütten. Du besteigst deinen 4000er in der Schweiz, dann kommst runter, dann hast du einen Raclette-Käsefondue, dein Glas Wein, eine heiße Dusche. Und warum soll es am Everest-Basislager nicht so sein? Also ich verurteile das nicht, ich brauche es nicht, aber die Leute zahlen inzwischen gern dafür, dass sie eben diesen Luxus haben und dass sie sich dann, was weiß ich, auch mal was einfliegen lassen. Ja, es ist eine Entwicklung, ich glaube, die können wir nicht mehr aufhalten. Was bleibt denn für die echten Alpinisten noch übrig? So die offensichtlichen Ziele, die sind ja weg. Den Everest kann man nicht mehr erst besteigen und es bleiben irgendwelche Sachen übrig, die keiner mehr kennt. Haben die noch genug, was sie tun können? Also ich glaube, du hast es gerade ganz gut beschrieben, die offensichtlichen Ziele. Ich meine, die offensichtlichen Ziele sind natürlich jetzt auch gerade für die Rekordjägerinnen und Jäger die 14.800er. Aber es gibt natürlich auch am Everest, ja, es gibt das Fantasy Ridge, das Hufeisen, ja, zwischen Everest, Lhotse und Nuptse, das noch nicht begangen worden ist. Also es gibt schon noch viele, auch an den 8000er gibt es noch viele Möglichkeiten. Aber ich meine, schau nach Nordindien, da gibt es 7000er. Gang und gäbe. Also für wahre Alpinisten, die jetzt nicht da sich hinstellen müssen und sagen, ah, schaut mal, ich war auf dem 8000er und habe die und die Route gemacht,
was ja die wahren Alpinistinnen und Alpinisten oft gar nicht wollen, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel. Und es ist diese ukrainische Expedition, die an der Annapurna 3 war, den Südostgrat gemacht hat im Jahr 2021. Das war für mich wirklich so ein Highlight, ja, weil die haben da was geleistet an diesem Berg, was ich unglaublich finde. Und die gibt es weiterhin. Aber man muss sich natürlich jetzt seine Ziele anders aussuchen. Da bin ich gespannt. Wir schauen einfach, wie sich das weiterentwickelt. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, dann kann ich Ihnen allerwärmstens das Buch von Billy Bierling und Karin Steinbach empfehlen. Darin geht es ganz viel ums Bergsteigen im Himalaya, aber auch sehr viel um dein ziemlich buntes und abenteuerliches Leben. Danke, dass du da warst. Und danke Ihnen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.